Hallo und willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Letzte Folge hatten wir Episode 4 beendet. Das ist ja ein paar Tage her. Und jetzt wollen wir in Episode 5. Können wir uns nochmal schauen hier. Episode 4, 100%. Jetzt geht's in Episode 5, aber natürlich schon vorher, was wir noch für Herausforderungen haben. Held und Kalt. Ach, das war dieses weiträumige Level, ne? Da fehlen uns zwei Challenges. Gucken wir erstmal, was das ist. Schieß fünf Suchdruiden ab, bevor die sich entdecken können. Das scheint wieder sowas extrem Ätzendes zu sein. Suchzerstörung haben wir schon geschafft. Schieß einen Suchdruiden ab, bevor dich entdecken kann. Und das letzte ist dann. Finde und verwende alle fünf Seilrutschen. Okay, das ist easy going. Muss man nur dran denken. Das werden wir nicht vorher beenden. So, Imperium schlägt zurück und zählen ebenfalls auch noch zwei Minikits. Wir haben auch den wahren Jedi hier noch nicht geholt. Jetzt hatten wir doch noch keine Multiplikatoren. So. Jetzt mit den Suchdruiden könnte ein bisschen schwieriger sein. Ich kann gar nicht überspringen. Natürlich immer noch den Muschelmodus an. Habe ich ja fürs freie Spiel gesagt, machen wir den an. Für die Story ja nicht. Achso, ich habe hier übrigens. Es ist so scheiße warm draußen. Ah. Zwei haben wir schon. Zwei Balken. Achso, wahrscheinlich, weil wir die sowieso schon hatten. Man hat sogar an der Kamera diese leichten Dinger da. So. Sniper gibt's hier nicht, ne? Und gerade schießen können sie anscheinend auch nicht. Kann ich hiermit irgendwas machen? Über die Fahne gibt dann immer wieder Geld. Nicht immer wieder, aber ein paar Mal zumindest. So, alle Seilrutschen müssen wir finden. Das haben wir anscheinend noch nicht geschafft. Für den Suchtrieben ist auf jeden Fall ein heikles Stück Arbeit. Werden die irgendwie angezeigt? Nee, ne? Na, oh, das wird ja wieder ein Spaß hier. Und ich habe die Karte aufgedeckt. Das Problem ist halt auch, man muss sich wirklich merken, wo die sind. Und, oh, mit der Sonne ist es natürlich auch noch ätzend. Da siehst du ja gar nichts. Und was, die brauchen wir ja die Aufgaben hier gar nicht machen. Wir brauchen ja eigentlich nur die Minikits sammeln. Hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Da ist auch ein Suchdruide. Ich weiß nicht, ob der mich so erkennen kann. Was, der lebt doch? Arschen? Ich meine, er kommt nicht auf mich zu, deswegen glaube ich mal, dass er mich noch nicht gesehen hat. So, jetzt ist er aber weg, ne? Och komm, willst du mich jetzt verarschen oder was? Jetzt treff diesen scheiß Druiden. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt gesehen hat. Was war wieder beim Tade verarsche hier? So, was haben wir hier? Ich wäre es aber fast schon besser, wenn man einfach ein Lichtschwert schmeißt. Okay, ist irgendwas kaputt? Ist das auch noch was zu zerstören? Ja, hier gibt es irgendwas zum Drehen. Warte mal, wahrscheinlich muss ich das Ding hier rauflenken, ne? Nö. Warte, wie muss ich das jetzt drehen? Wie gesagt, mein Gefühl, ich muss irgendwie dorthin gehen. Dann von dem Ding vielleicht aufs nächste oder so. Genau. Und von dem jetzt hier auf keine Ahnung was.
das da wahrscheinlich, ne? Das jetzt hier. Das kommt ja auch wieder von da ein Signal. Warte mal, jetzt mal übrigens mal, was gucken. Ja, Kamera, geil. Ach so, ich kann das hier einschalten. Ja, Tauntaun geht wieder aus dem Weg da. Erst. Warte, jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen denken hier. Warte mal. Das ist ja auch mal nicht so ganz einfach. Ah, okay, das Ding. Ach so, das ist ein Schießgewehr. Ach so, das schießt. Alles klar, also muss der hier dort drauf schießen. Der hier bekommt den Schuss von da und muss dorthin schießen. Genau, das ist sogar schon richtig. Und der hier bekommt den Schuss von da und muss dann dorthin schießen. Ich will nochmal so. Oh, diese Tauntauns gehen mir gerade irgendwie auf den Sack. Stehen irgendwie ständig im Weg. Probieren es mal so aus. Ja! Das hat perfekt funktioniert. Ausnahmsweise mal. So, ein weiteres Minikit. So, ich hoffe, dass ich mich vorhin diese blöde Suchdruide noch nicht entdeckt hat. Dann ist mir gleich noch eine. So, vielleicht doch mal einen Charakter zu nehmen, der ein Lichtschwert hat. Ja, ist ja die richtige Taste zu finden zum Absteigen. Und dann kann ich das Lichtschwert einfach auf den raufwerfen, ne? Anscheinend scheint der Eintreffer auch nicht zu reichen. Wo ist er denn runtergekommen? Ja, danke, Kamera. Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, dass er ein Droide ist. Der mich jetzt wahrscheinlich gleich sieht. Ja, super, dass du ihn einfach nicht getroffen hast. Okay, das hat funktioniert. Also mit dem Lichtschwert müssen wir die auf jeden Fall treffen. Dann haben wir eine höhere Chance, dass es klappt. Was bringen mir diese Fahnen hier? Oder sind das bloß Orientierungspunkte? Das ist ja auch irgendwie wirklich gar nichts. Ich glaube, das Level müssen wir aber sowieso nochmal machen, weil ich glaube, der eine Suchte hier wird mich wahrscheinlich gesehen haben. So, gehen wir erstmal dorthin. Dort leuchtet es ja nochmal. Da ist noch ein Droide. Ja, auch der könnte mich jetzt schon gesehen haben, weil ich habe da gerade schon Ausrufezeichen über den gesehen, aber ich weiß es nicht. Das war jetzt der, was, der dritte oder der vierte schon? Mein Gott, ich kann nicht mehr zählen. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Müssen wir irgendwie schmelzen, das Teil. Na, ich sehe auch schon, glaube ich, wie. Mit dem Ding müssen wir safe irgendwas machen. Wir können den Gleiter aufladen und dann da reingehen. Okay, dreht sich übrigens gerade automatisch. So, dann können wir hier wahrscheinlich ein Minikit aufbauen, ne? Ja, wollo. Und das war's da mit den Minikits. Fehlen nur noch die Challenges, also die Seilrutschen, die könnten wir theoretisch schaffen. Wäre natürlich schon mal praktisch gewesen, wenn ich jetzt echt mal mitgezählt hätte, wie viel Seilrutschen ich jetzt schon hatte. Wie viel Suchdruiden ich jetzt schon hatte. Achso, ich muss mit dem wahrscheinlich. Jetzt habe ich das Minikit da damals nicht gesehen. Mit dem muss ich doch bestimmt hier das Ding aufschießen. Wahrscheinlich soll sogar dieses Rappeln dann ein Hinweis darauf sein. Hier das Rappeln auch. Schnell schießt jetzt daneben. Da ist noch ein Suchdruide. Ich weiß halt nicht, ob die mich sehen können, wenn ich. Ach nee, ne, jetzt sieht die blöde Brücke aus, oder was?
Ach komm, kannst du bitte mal den blöden Druiden anvisieren und nicht irgendwas anderes daneben? Wo ist der denn jetzt? Hä? Oder hat er den doch getroffen? So, jedes Mal, wenn ich jetzt hier rüberlaufe, dann sieht er mich auf jeden Fall. Ach, da ist er. Oh Gott, was war das denn? Ja komm, also wenn der eine halbe Stunde braucht, um zu sterben, dann kann ich auch nichts dafür. Achso, ich muss hier mit dem hier irgendwas machen. Warte mal ganz kurz. Oh, diese Kamera gerade wieder hier. Der hat mir doch hier gerade was angezeigt. Weißt du mal, kann dieser Typ immer verschwinden? Der geht mir auch auf den Sack hier. Da unten ist es. Ich kann die Brücke sogar runterfahren, das hätte ich vorhin auch mal rausfinden sollen. Dazu muss ich mich da rüberziehen, aber wahrscheinlich ist das bloß der Alternativweg hier. So kann ich auch gleich die richtige Aufgabe mitmachen. Und zwar mit Herrn Bova. Nein, ich will das hier drücken. Nein, doch nicht runter, du sollst hoch. Achso, ich muss das hier... Ich muss es ja ausrichten. In die richtige Richtung. Was sieht das da auf eine Arbeitsseilrutsche? Ach nee, hier ist sie. Also die haben wir jetzt auf jeden Fall. Suchtruide, scheiße. Wir treffen ihn doch halt. Schwirft er wieder irgendwo anders hin. Ja, aber immerhin hat er diesmal den anderen auch noch mitgetroffen. Immerhin ein Fortschritt. So, jetzt weiß ich halt nicht, wie viele wir jetzt schon hatten. Jetzt habe ich echt nicht mehr mitgezählt. Da ist auch noch eine. Die Frage ist jetzt vor allen Dingen auch, sind jetzt hier nur 5 Druiden auf der Map oder sind hier mehr? Ich habe echt nicht mehr mitgezählt. Ich hätte echt mal mitzählen sollen. Teilweise ist ja wirklich auch Glück, ob der jetzt komplett stirbt oder ob der jetzt nur halb stirbt. Jetzt sieht der schon wieder irgendwas anderes an. Du sollst den Druiden anvisieren und nicht irgendwie den Scheiß da. Zum Beispiel jetzt. Da hat man nur das halbe Leben verloren. Aber da kann ich dann ja auch nichts für. Das Mal funktioniert immer nicht. Ist auch noch eine. Okay, wir haben es zumindest geschafft. Ja, okay. Gucken wir uns jetzt mal in die Challenges mal rein. Genau, abwärts mit Stil finde und verwende die alle 5 Seilrutsche. Also eine haben wir schon. Muss ich noch die anderen finden. So, jetzt können wir natürlich hier einfach rüberfliegen. Hoffe ich. Was, nicht? Och nee, nicht schon wieder mit euren unsichtbaren Wänden. Och, das ist doch ein Scheiß. Meine Fresse, warum müssen die da ständig unsichtbare Wände einbauen? Das ist doch so ein Müll. Da ist überhaupt nichts. Was ist jetzt hier der Grund dafür, hier eine unsichtbare Wand einzubauen? Ich kann es dir gerne nochmal zeigen. Kamera. Jetzt geht's aber mal, okay. Wenn man die Kiste runterschmeißt, geht's, okay. Ganz ruhig bleiben. Also was regt mich halt einfach nur auf. Weil das einfach nur ätzend und unnötig ist. Aber jetzt geht einfach mal die Tür auf.
Ach, der Suchtruide, der klaut ja hier die Energiezelle. Darauf brauchen wir jetzt also wirklich mehr achten. Theoretisch brauche ich die Energiezelle gar nicht, ne? Ich müsste eigentlich auch so hochkommen. Jetzt, wenn ich so ein bisschen von der Seite komme. Und dann dort ranhänge. Ja, wenn er das dann mal machen würde, heißt es natürlich. Warte mal. Ja, will er natürlich wieder nicht, weil das irgendeinem Grund das Spiel sagt, nee, das darfst du nicht. Oh, wirklich? Oh, der mich halt ein Jedi. Kann ich den zumindest treffen. Wo ist er jetzt? Da. Oh Gott, ist nicht ernsthaft gegen die Wäscheleine da gefallen. Oder muss ich erstmal noch irgendwas aufbauen? Magnet, warte mal, machen wir mal Magnet. Würde ich auch gerne mal sehen. Also, ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal genommen haben. Also, der Suchtruide stand auf jeden Fall nicht zu zählen. So, packen wir jetzt erstmal da die Zelle rein. Das da hinten hatten wir ja schon mal gemacht. Da war, glaube ich, auch ein Minikit drin. So. Jetzt darf ich ja wieder hoch. Und da ist ja auch nochmal eine Seilbahn. Wo ich an der Stelle ja an dem Level sagen muss, die Challenges, die kannst du theoretisch auch selber finden. Also hier ist man jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man jetzt weiß, was man unbedingt machen muss. So, ich ziehe mich jetzt einfach mal hier so hoch. Da hoch. Da hoch. Dann. Da hoch, genau. Da hoch, da hoch. Da hoch! Ja, ist halt so. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.